Es wird nicht besser. Am vernünftigsten wäre es sicherlich, wenn ich jetzt absteige, aber selbst dann würde mich das Gewitter einholen. Ist das nicht schön? Ein Regenbogen! Wuhu! Herrlich! Nachdem ich den Wald hinter mich gebracht hatte, ging es steil den Berg hinauf. Zahlreiche Lärchen und Alpenrosen zeigten sich am Wegesrand. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Bergtour. Heute geht es auf den Elfer, aber schaut schon mal hier, was für eine geile Panoramaaussicht. Unfassbar schön. Wetter ein bisschen durchwachsen. Hoffentlich haben wir oben eine gute Sicht. Mal schauen. Ist immer ein bisschen schwierig einzuschätzen. Laut Wetter könnte es schauern, aber ja, mal schauen einfach, was der Tag so mit sich bringt. Auf jeden Fall sieht es richtig, richtig schön aus hier. Ja, total urige Pfade, richtig schön. So habe ich es einfach gern, so ein bisschen verwunschen, ein bisschen noch vielleicht felsig. Das wird nachher noch richtig cool, aber ist jetzt schon wunderschön. Ja, wie gesagt, ich könnte überall stehen bleiben, aber dann würde das Video, glaube ich, 5 Stunden gehen und das will keiner. Ja, der Elfer ist einer der Seven Summits Stubai. Ich komme nicht voran. Aber klar, bei der Aussicht. Ja, wie ihr seht, hat es wieder ordentlich zugezogen. Weiß auch nicht, wie lang das anhält. Sieht auf jeden Fall nach einer großen Schlechtwetterfront aus. Bleibt mir jetzt nichts anderes, als hier in der Hütte ein bisschen zu verweilen und hoffen, ja, dass es sich bessert. So was Verrücktes gibt es nur in den Bergen. So wie es gekommen ist, so ist es auch wieder gegangen. Offenbar hatte der Wettergott dann doch noch Einsicht mit mir und meinem Vorhaben. Ja, wie ihr seht, müssen wir da hoch. Ja, dauert noch ein klein bisschen. Ich würde sagen, ich ziehe jetzt das Tempo ein bisschen an und melde mich, wenn ich ein bisschen weiter oben bin. Wie gesagt, die Aussicht, die ist halt bombastisch. Ja, vom Feinsten.
es wird nicht besser. Am vernünftigsten wäre es sicherlich, wenn ich jetzt absteige, aber selbst dann würde mich das Gewitter einholen. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Höher steigen, solange das Gewitter aktiv ist, macht keinen Sinn. Ich habe mir jetzt einen Poncho angezogen und auch meinen Rucksack geschützt. Wie ihr seht, hinter mir zieht es komplett zu. Scheiße. Ich hoffe, dass es wieder wirklich nur eine kurze Phase ist und dass es dann später weitergehen kann. Ja, mehr kann ich im Augenblick nicht machen. Es macht überhaupt keinen Sinn, jetzt abzusteigen, weil es ist egal, ich brauche viel zu lang. Ja, Freunde, der Schauer ist fürs Erste überstanden. Gott sei Dank. Ich habe mich da unten ein bisschen versteckt, ein bisschen in Deckung gegangen und abgewartet. Konnte in der Zeit nicht filmen, weil es hat dann doch etwas heftiger geregnet. Aber im Moment sieht es gut aus. Es reicht, um noch ein paar coole Aufnahmen zu machen. Geh hoch und dann habe ich meinen ersten Gipfel. Ich hoffe, es bleibt jetzt mal eine halbe Stunde wirklich so, wie es jetzt ist. Ich laber nicht länger rum. Geh hoch in diesem Sinne. Über den Kamin erreichte ich dann gegen 14 Uhr den Gipfel der Elver Spitze. Das nicht schön. Ein Regenbogen! Woohoo! Herrlich! Ich bin jetzt auch wieder auf dem Rückweg und ich muss sagen, ja, heute war wirklich alles dabei. Großartige Tour. Ich filme jetzt noch ein bisschen den Abstieg und melde mich dann wieder, wenn das Terrain ein bisschen filmfreundlicher wird.
Ja, wir sind jetzt auch schon am Ende der Tour angekommen. Ich habe jetzt noch schätzungsweise 3 Kilometer Fußmarsch und dann habe ich meine Basislager erreicht. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Ich würde sagen, wir sehen uns in dem nächsten Video. Macht's gut, haut rein!